Junge, ich tippe aber auch mit solchen Opfern bei mir. Ohne Witz, der Klassiker bei uns in der Tipprunde ist Finn Gabbert, guckt in einer Bundesliga-Saison 10 Spiele und hat dann auf einmal so Dortmund spielt zu Hause gegen Bochum und dann kommt sowas wie, lol, ich wollte eigentlich 4-1 für Dortmund tippen, aber ich habe mich verdrückt und aus Versehen 4-3 Bochum getippt und war richtig. Du denkst dir so, okay, alles klar. Und ich mache hier halbe Bachelorarbeit vorm Tippen und er vertippt sich einfach, tippt genau richtig, perfekt. Oder tippen, triggert anders rein. Die Leute, die plus eins in den Chat, die Leute, die am wenigsten Ahnung von Fußball haben, sind in den Tipprunden immer vorne mit dabei. Ist immer so. Meine Mutter könnte mit uns Kicktipp machen. Die hat seit 10 Jahren kein einziges Fußballspiel geguckt. Die würde mich rasieren. Die würde mich rasieren.